eigentlich schon viel über Freeside. Ah, dein Gehirn leuchtet. Wir werden jetzt aber noch mal zum Atomic Wrangler gehen. Und dort kann ich da durch? Nein, natürlich nicht. Und dort werde ich noch eine Quest annehmen. Ich denke, die gibt's noch, weil das waren ja Zwillinge. Die haben nur mit ihr gesprochen. Der Mann, Zwillinge? Ja, auf jeden Fall der andere, der da stand, mit dem Wenn haben wir man nicht es kaufen gesprochen. kann, finden Sie es im Mick and Ralphs. Ja, wir gehen jetzt erstmal da rein. Freeside. Außerdem war ich da gerade. Und warum steht der eigentlich immer an derselben Stelle? Das wird mich sowas von nerven. Hey, ist Ist das Ihnen nicht der das Mund Glück des Kings? hold? Finden Sie es raus im Atomic Wrangler. Schnauze, da gehen wir doch schon hin. So. Atomic Wrangler. Ja, ich habe jetzt immer vor, 30 Minuten aufzunehmen. Glaube ich, habe schon mal gesagt, aber konnte es nicht einhalten. Mit ihm. James Garrett. Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Die Anhänger suchen nach einem Handelspartner für Vorräte. Die Anhänger suchen nach einem Handelspartner für Vorräte. Was für Anhänger? Haben Sie etwas zu verkaufen? Wie läuft das Geschäft? Hatten Sie Arbeit, die erledigt werden müsste? Hätten Sie Arbeit? Ich könnte Hilfe bei meinem Ruf in Freeside brauchen. Wie läuft das Geschäft? Wir pfeifen noch nicht auf dem letzten Loch, wenn Sie das meinen. Haben Sie etwas zu verkaufen, die Anhänger? Das weiß ich noch nicht, aber die Anhänger verkaufen. Haben Sie etwas zu verkaufen? Sicher, schauen Sie mal. Hoffentlich nicht nur Alkohol, weil damit kann ich nichts anfangen. Yuka-Cola. Hätten Sie Arbeit, die erledigt werden müsste? Wir kümmern uns um alle Grundbedürfnisse. Aber jetzt, wo Sie es sagen, einige der reicheren Kunden haben ein paar ungewöhnliche Wünsche. Wenn Sie ein paar Eskorten auftreiben können, die zu den Vorlieben dieser Kunden passen, zahle ich Ihnen einen ordentlichen Finderlohn. Oh. Von welchen Vorlieben reden wir hier? Unser reichster Kunde hat ein Faible für Ghule und steht auf Cowboys. Er will eine Eskorte, die beide Fetische befriedigt. Wir haben viele Kunden, die für jemanden mit samtener Stimme extra zahlen würden. Jemanden, der ihnen den Lebensgefährten richtig gut vorgaukelt. Und dann gibt es noch diese ekligen Roboter-Fetischisten. Sie haben vielleicht von ihnen gehört. Diese Perverslinge wollen einen Sexbot. Sind Sie schon mal einem Sexbot begegnet? Ich persönlich würde ja keinen in meine Nähe lassen, aber ich bin schließlich Geschäftsmann. Okay. Ich werde nach passenden Kandidaten Ausschau halten. Ich bin doch nicht Ihr Zuhälter. Vielleicht doch. Ich erwarte mindestens 100 Kronkorken für jeden Kandidaten. Vielleicht bekomme ich eine Belohnung, aber ich werde nach passenden Kandidaten Ausschau halten. Schicken Sie sie direkt zum Wrangler. Ich bezahle Sie dann, wenn Sie wieder vorbeikommen. Ja, eben, haben wir schon was. Ja. Die Show muss weitergehen. Ich könnte Hilfe bei meinem Ruf in Freeside gebrauchen. Aber jetzt hängt. Für die richtige Summe Kronkorken könnte ich vielleicht bei den Leuten ein gutes Wort für Sie einlegen. Was schwebt Ihnen denn vor? Die Leute müssen ein paar Sachen vergessen, die ich getan habe. Ich möchte, dass die Leute mich mögen. Schon gut. Für die richtige Summe? Nein, danke. Schon gut. Was wollten Sie denn? Weil ich will nichts zahlen. Welche Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge, wo ich nach dem Sexbot suchen könnte? Am besten fangen Sie bei Ralph von Mick and Ralphs an, drüben auf der Ostseite von Freeside. Ansonsten weiß ich so viel beziehungsweise wenig wie Sie. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hat er gesagt, Mick and Ralphs? Aufgaben. Wir haben wieder ziemlich viel. Gut, dann werde ich in der nächsten Folge. Also gehen wir dann zum Brotherhood of Steel. Oder zur stillen Bruderschaft, wenn ich es richtig sage. Nicht, dass die jetzt wieder anders heißen und keine Ahnung und hier und da und keine Ahnung. Ja, die Show muss weitergehen. Hochzeit.
Nein, nein. Ich denke mal, wir machen, die Show muss weitergehen als erstes. Und klappern die ganzen Orte dann ab. Jupp, meine Begleiter blocken mich mal total. Am Spielautomat spielen. Ich werde mal hier speichern. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Sie müssen Chips kaufen, bevor sie dieses Spiel spielen können. Ich habe ja gespeichert. Was bedeutet... Mir egal, ich kann kaufen. Hey. Kassierer. Willkommen im Atomic Wrangler. Wollen Sie etwas wechseln? Ich möchte Kronkorken gegen Chips tauschen. Ich würde gerne RNK-Geld... Nein, Kronkorken. Wie viele Chips möchten Sie? 5. Hier sind Ihre Chips. Kann ich Ihnen noch irgendwie anders behilflich sein? Ich würde gerne... Nein, nein, auf Wiedersehen. Ja. Yep. Ich möchte mich nur mal hier testen, wie das Spiel so ist. Ich meine, 5 Kronkorken ist wirklich nicht viel. Drehen mit W, Einsatz erhöhen mit E, Einsatz verringern mit Q, Auszahlungsliste, maximal Einsatz, Auszahlungsliste. Okay. Orangen. Maximaler Einsatz. Nein. Einsatz verringern. Wir machen mal auf 1. Drehen mit W. Hui! Möge das Glück uns hold sein. Verdammt. Kann es eigentlich sein? Moment. Ich habe meine Kleidung. Die wird nicht viel bringen, weil die hat bloß ein einziges auf Glück. Glück plus 1. Aber egal, man kann es ja versuchen. Oh, wie scheiße sieht denn die aus? Warum kaufe ich eigentlich sowas? Nur mal so als Frage. Keine Ahnung. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, machen wir maximalen Einsatz und W. Letzte Chance. Daneben. Ich habe alle Chips verloren. Das ist Glücksspiel. Man flieht alles. Und gewinnt fast nie was. Hallo. Wie läuft's? Ich spring dir ins Gesicht. Aber sonst läuft's gut, ja. Gut, dann werden wir uns nächstes Mal wieder hier dem zuwenden. Ah, hüpfen, hüpfen. Dem... Die Typen finden die heiß in andauernd, damit die wieder arbeiten. Und bis dahin. Ciao.